begrüße Sie wieder sehr herzlich zu diesen Kurznachrichten aus dem Café M des Martinushauses. Zu den einzelnen Veranstaltungen und Gottesdiensten sind Sie herzlich eingeladen. Die Nachrichten schließen wir jeweils mit einem Gebet oder einem spirituellen Gedanken ab, seit dem Krieg in der Ukraine, auch mit einem musikalischen Gebet für und mit der Ukraine. Donnerstag, 12. Mai um 20 Uhr laden wir zum ökumenischen Bibelabend ins Thomashaus ein. Zu der Bibelstelle Markus 4, Vers 35 bis 41, werden die Bilder an sich des Berges Fuji vor der Küste von Kanagawa unter der Woge und Seesturm aus dem Echternacher Evangeliar betrachtet. Der Bibelabend wird von mir selber gestaltet. Samstag, 14. Mai um 15 Uhr nachmittags wird das Kind Henrik Krämer in der Taufkapelle der Kirche getauft. Um 18 Uhr feiern wir den Vorabendgottesdienst. Sonntag, 14. Mai. Die Gottesdienste feiern wir um 8.30 Uhr im Thomashaus, um 9.45 Uhr in St. Martinus und um 11.15 Uhr in der Heilige Geistkirche zu Pettenwil. Um 18 Uhr wird dann Maiandacht in St. Martinus sein. Montag, 16. Mai. Um 19 Uhr laden wir herzlich zu einem Vortrag mit Schwester Teresa Zukic von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu in den Martinussaal ein. Schwester Zukic ist aus Radio, Fernsehen und vielen Publikationen als die Nonne auf dem Skateboard bekannt. Sie wird von ihren vielen Erfahrungen aus dem Leben auch mit Kindergottesdiensten berichten. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Dienstag, 17. Mai um 11 Uhr findet die Beerdigung von Frau Ruth Stang auf dem Friedhof statt. Um 16.30 Uhr ist Gottesdienst im Kleeblatt in Pettenwil. Um 17.30 Uhr trifft sich das Redaktionsteam im Johannesraum. Und um 19 Uhr feiern wir Gottesdienst im Thomashaus. Um 19.30 Uhr trifft sich der ökumenische Thomashausausschuss im Thomashaus. Mittwoch, 18. Mai, 9.30 Uhr findet der Werktagsgottesdienst wie immer in St. Martinus statt. Donnerstag, 19. Mai, die Gottesdienste im Jakob-Siegle-Heim und im Abo finden um 9.45 Uhr und um 10.30 Uhr statt. Die Firmlinge treffen sich um 18 Uhr und um 19.30 Uhr in der Kirche, um sich auf die Firmung einzustimmen. Um 20 Uhr findet der letzte ökumenische Bibelabend mit Pfarrerin Annette Rüb im Thomashaus statt. Freitag, 20. Mai, um 17 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst in unserer Kirche zur Verabschiedung von Frau Elsbeth Kilian als Pflegedienstleitung der ökumenischen Sozialstation und zur Einsetzung der neuen Pflegedienstleistung Claudia Hellinger statt. Eine Vorankündigung: vom 25. bis 29. Mai findet der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart statt. Zwei Veranstaltungen finden in unserer Gemeinde und Kirche statt. Am Freitag, 27. Mai, findet eine Podiumsdiskussion zum Thema Fundamente, Krisen und Herausforderungen unserer Kirche im Martinussaal statt. Dabei wird ein Beitrag aus Argentinien und aus Vietnam zu hören sein. Anschließend gibt es auf dem Kirchplatz einen Imbiss. Am Samstag, 28. Mai, laden wir um 18.30 Uhr zum Gottesdienst ein. Der Gottesdienst findet unter Beteiligung einer Gruppe aus Argentinien und aus Vietnam statt. Anschließend gibt es auf dem Kirchplatz ein großes Fest mit Beiträgen von Till Ohlhausen mit Trommeln, mit Folklore aus Argentinien, Vietnam und aus Deutschland. Dabei wird auch etwas zum Essen und Trinken angeboten. Wir laden dazu herzlich ein, in der Hoffnung, dass alt und jung, die ganze Gemeinde, sich an diesem außerordentlichen Ereignis beteiligt. Zum Schluss noch ein Gebet als Vorbereitung auf die Firmung. Eine Schale will ich sein, empfänglich für Gedanken des Friedens. Eine Schale für dich, Heiliger Geist. Meine leeren Hände will ich hinhalten, offen für die Fülle des Lebens. Leere Hände für dich, Heiliger Geist. Mein Herz will ich öffnen, bereit für die Kraft der Liebe. Ein Herz für dich, Heiliger Geist. Gute Erde will ich sein,
gelockert für den Samen der Gerechtigkeit, gute Erde für dich, Heiliger Geist. Ein Flussbett will ich sein, empfänglich für das Wasser der Güte, ein Flussbett für dich, Heiliger Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen wieder eine gute Zeit.